Und der Rest ist erstmal nicht so interessant. Aber das hier, was bringt denn das? Jede Fabrik erzeugt plus 2 Jäger. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Dieser Bonus ist von der Bevölkerungszahl unabhängig. Na gut, also da werden wir so einigermaßen drauf hinsteuern. Wahrscheinlich automatisch. Wir haben... Oh, Jäger pro Runde plus 3,3. Also wer... 2 Jäger extra pro Runde, gar nicht mal so schlecht. Das ist gut. Wir haben keine Bomber pro Runde. Wir haben 0,2 Bevölkerung pro Runde und 7 Forschungspunkte. Wir haben 1 von 3 Planeten, 0 von 3 Weltraumstationen, 0 von 300 Jägern und keine Anomalien unter unserer Kontrolle. Okay. Wir könnten anscheinend ein Kolonieschiff starten. Du kannst ein Kolonieschiff starten, um neue Planeten zu besiedeln. Dies kostet 1,0 Bevölkerung. Okay. Aber wir müssen wahrscheinlich erstmal diese Schiffe da besiegen. Was ist das da? Antike Artefakte. Du findest die Überreste einer verlorenen Zivilisation. Du hältst plus 2 Forschungspunkte pro Runde für eine zufällige Technologie. Okay. Das heißt, wir können jetzt gar nichts machen, außer Runde beenden drücken. Und wir haben unsere ersten Schiffe. Das ist für mich sehr schwer zu erkennen, wie viele Schiffe das sind. Oh, okay, so geht es natürlich auch. Wir haben 3 Schiffe. Ich denke nicht, dass wir dieses Ding damit angreifen können. Und wir bräuchten 25 Jäger, um so ein Ding zu übernehmen. Vorher bringt es anscheinend gar nichts. Also bleibe ich einfach mal hier und drücke gleich wieder Runde beenden. Oh. Antrieb steigt, obwohl wir da gar nichts reingesetzt haben. Das ist dann wahrscheinlich der Bonus von diesem Teil hier. Sehr schön. Und wir haben inzwischen 6 Jäger. Ist das eine 9? Das könnte eine 9 sein. Und wir haben schon Punkte im Militär, also vielleicht sind wir dadurch stärker als das Ding. Ja komm, wenn wir nichts riskieren, dann hat der Gegner einen Vorteil. Also fliegen wir da jetzt einfach mal hin. Okay, Rechtsklick ging schon mal und wir haben hier grüne Fall, die da hinführen. Dann drücken wir mal Runde beenden. Jo, 6 Schiffe gegen 9 Schiffe, das sieht sehr geil aus. Und wir haben 60% Bonus, das heißt, wir dürfen es eigentlich schaffen. Sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die Schlacht gewonnen. Ja, ich sag ja, wenn man nichts riskiert, kriegt man auch nichts. Okay. Glückwunsch, Stoßstufe 2 in Industrie 1 erreicht. Ne, in Industrie erreicht. Ja, sehr gut. Also das Ding haben wir jetzt wohl gesichert. Jetzt brauchen wir nur ein Kolonieschiff. So, die Jäger schicken wir jetzt mal alle dahin, um gleich weiter zu fliegen. Und hier haben wir jetzt Bevölkerung 3,6. Also wir können ein Kolonieschiff starten. Sieht ja komisch aus. Okay, Doppelklick. Ich will jetzt nur das Kolonieschiff irgendwo hinschicken. Dahin. Okay, Runde beenden. Das war nicht das Kolonieschiff. Nochmal. Also die Jäger rüber. Jetzt habe ich das Kolonieschiff ausgewählt. Hoffe ich mal. So, du fliegst bitte zu dem Planeten hin. Und ihr Jäger sammelt euch da. Können wir sonst noch irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Also man muss sehr häufig Runde weiterdrücken. Aber das Spiel ist ja auch dafür gedacht, dass wir es möglichst schnell spielten. So. Das Dingens ist da. Gründe Kolonie, um hier eine dauerhafte Raumstation zu errichten. Raumstation? Ha. Ich will keine Raumstation errichten. Ich will den Planeten besiedeln. Du kannst eine Raumstation auf jedem freien Dingens errichten. Das ist ja komisch. Hier steht Gründe Kolonie und da steht Errichte Basis. Also das hier ist wahrscheinlich die Raumbasis. Ich drücke einfach mal drauf. Oh ja, scheint wohl das Richtige gewesen zu sein. Planet kolonisiert. Planet Nukleas erfolgreich kolonisiert. Planeteneigenschaften sind... Du findest die Überreste einer antiken Roboterfabrik, die noch arbeitet. Du hältst einen Jäger pro Runde. Sehr schön.
Und da oben ist ein weiterer Planet, aber noch kein Gegner. Das heißt, unser Gegner ist wahrscheinlich noch immer irgendwo hier. Wenn die Kartenaufstellung einigermaßen symmetrisch ist, also normalerweise werden die Gegner immer auf gegenüberliegenden Seiten positioniert, ist er wahrscheinlich da. Kann man echt nicht sagen. Na gut, wir müssen hier erstmal Gebäude bauen. Wir hätten gerne zuallererst mehr Jäger. Danach hätten wir gerne eine Stadt. Obwohl, andersrum macht es mehr Sinn, ne? Kann man das noch ändern? Ja, kann man. Wir hätten gerne erst eine Stadt, weil das halt auch mehr Bevölkerungswachstum bringt. Und je höher die Bevölkerung war, desto mehr Jäger wurden produziert. Momentan haben wir einen Jäger pro Runde, das ist echt nicht viel. Also Stadt. Danach wollen wir gleich eine Omni-Fabrik bauen. Das Ding ist immer noch nicht fertig und wir sind schon bei Runde 6. Also nee, komm, wir bauen eine Fabrik und danach gucken wir weiter. Das dauert ja bestimmt eine ganze Ecke, bis das fertig ist. So, also ihr drei fliegt bitte dahin. Ich hätte gerne eine große Flotte. Ihr fliegt auch so ungefähr in die Richtung. Und wir stellen weiter Industrie als Forschungsziel ein. Damit wir immer mehr, immer schneller Jäger produzieren können. Und Bomber hoffentlich. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wofür die Bomber genau da sind. Wahrscheinlich machen die einfach nur mehr Schaden. Na gut, Runde beenden. Mazis Runde. Mazi taucht aber irgendwie nicht auf. Stufe 3 Industrie. Sehr schön. Wir müssten den Planeten da mal kolonisieren. Das heißt, du fliegst bitte dahin. Und wir haben hier schon wieder 3.2 Bevölkerung. Das heißt, wir starten auch gleich mal noch ein Kolonieschiff. Und waren das so. Und jetzt haben wir den unter Kontrolle. Und den schicken wir bitte dahin. Ihr solltet da mal ein wenig verteidigen. Und wenn wir da den Planeten haben, dann sehen wir hoffentlich den Gegner. Ich würde ihn wirklich gerne jetzt möglichst früh eine verpassen. Am besten auch so stark, dass ich davon nicht ordentlich erholen kann. Oh. Sie haben ein Schiff mehr, aber wir haben mehr Effektivität. Komm schon. 2-2. 1-1. Komm schon. Geil. Unentschieden. Okay, damit kann ich leben. Oh, die sind ganz schön schnell. Also du fliegst bitte dahin. Gründest eine Kolonie. Biritz ist loyal. Die Menschen sind besonders loyal auf dem Planeten. Plus 1 maximal kontrollierte Planeten. Ah, stimmt, wir konnten nur 3 Planeten kontrollieren. Jetzt können wir 4 kontrollieren. Das heißt, wir müssen das Ding echt gar nicht erforschen. Okay. Und wir können den Gegner immer noch nicht sehen. Das ist komisch. Also außer seine Fliegerlinge hier. Das heißt, wir verprügeln einfach mal seine kleine Flotte aus 4 Schiffen da. Und schicken... Können wir vielleicht von hier aus direkt angreifen? Nee. Aber wir schicken die Schiffe auch schon mal in die Richtung. Dass wir wirklich eine große Flotte haben, um seinen Planeten gleich zu überfallen. Was ist noch? Hier wurde die Omni-Fabrik inzwischen gebaut. Das heißt, wir haben auch inzwischen Bomber. Und hier wird immer noch nur ein Jäger produziert. Und die Stadt ist immer noch lange nicht fertig. Na gut, Runde beenden. 4 Jäger gegen 14. Das sieht doch schon besser aus für uns. Und wir haben 90% Effektivität. Schöne Sache. So, da kommt wieder der Gegner an. Dieser mit 7 Schiffen. Wir haben 19. Kommen wir dahin? Ah, es ist immer so verzögert. Na, flieg erstmal zu den Planeten. Und vielleicht sollten wir doch Antrieb erhöhen, weil wir dann schneller vorankommen, also mehr Felder pro Runde. Auch wenn hier nichts davon steht. Erhöht die maximale Entfernung, die sich deine Schiffe von deinen Kolonien entfernen können, um ein Feld pro Stufe. Nee, da steht nichts davon, dass sie sich mehr Felder pro Runde bewegen können. Nur, dass sie weiter weg von der Kolonie können. Okay. Also, du fliegst dahin, um den Planeten zu schützen. Die Planeten hier hinten müssten ja eigentlich sicher sein. Also, er kann nicht hier irgendwo sich rumschleichen. Das heißt, die ziehen wir mal an die neue Front. So. Runde beenden. Ja, und er greift ein einzelnes Schiff von uns an. Das ist nicht nett.
Industriestufe 4, sehr schön. Ich glaube, ich schwenke mal wieder auf Militär um. Weil ich denke, je höher die Forschungsprojekte sind, desto mehr kosten sie, also proportional mehr. Das heißt, wenn wir das jetzt auf 7 erforschen würden, würde das richtig lange dauern. Das heißt, man zieht die immer so nebenher. Also, du bleibst da bei dem Planeten. Du sammelst dich ja mit dem da und dem da. Sonst noch irgendwas? Oh, stimmt, wir haben vergessen, Gebäude da zu bauen. Ärgerlich. Wir hätten gerne eine Stadt. Und eine Fabrik. Und fertig. Er fliegt nach oben rechts. Ha, dann ist da vielleicht wirklich seine Basis. Sehr schön. Also wir ziehen jetzt alle Schiffe ab von diesem Planeten, weil er ist ja eigentlich nicht so wirklich wichtig. Und machen eine richtig große Streitmacht auf dem Feld. Um dann da seinen Planeten zu überfallen. Oh, wir kommen da gar nicht ran. Mist. Das war ein gedanklicher Fehler. So, ihr alle geht bitte dahin. Du... Oh ne, ihr alle geht auf den Planeten. Und dann starten wir von hier ein Kolonieschiff. Und das fliegt mit der Begleitung von den ganzen Schiffen da zu dem Planeten hin. Ja, das ist doch gut. So, Runde beenden. Oh, der hatte gerade dieselbe Idee. Greif mal bitte den da an und mit denen auch. Und ich hoffe mal, dass die beiden Flotten zusammengezogen werden bei der Berechnung von dem Kampf. Sonst könnten wir ein Problem haben. So, du dahin, alle da auf diesem Planeten. Runde beenden. 19 gegen 16, aber er hat nur 15 Effektivität. Ja, das dürften wir locker gewinnen. Und wir haben ein Kolonieschiff von ihm zerstört. Das heißt, er hat 1 Million Kolonisten gerade verloren. Militärstufe 4, sehr schön. Das artet schon richtig in eine Verprügelungsaktion aus. Also ich denke, das haben wir im Sack soweit. Wenn es ein Schachspiel wäre, würde ich den Gegner jetzt fragen, ob er sich umbringen will. Okay. Das heißt, die schicken einfach mal da hin. Achso, der musste ganz zu dem Planeten hin. Gut, der Rest sammelt sich da bei dem Planeten. Und euch ziehen wir auch nach Ende. So, er kommt wieder mit Kleinkram an und versucht, den Planeten da unten sich zu schnappen. Das klappt schon mal gar nicht. Du flieg mal dahin. Du flieg dahin und kolonisier das Ganze. Und wow, er hat doch ein paar mehr Planeten. Planet Moongree, erfolgreich kolonisiert. Was haben wir hier? Natürliche Bodenschätze verdoppeln die Herstellungsgeschwindigkeit von Gebäuden und Schiffen. Sehr praktisch. Wir hätten gerne zuallererst... Diesmal nehme ich nicht eine Stadt, sondern ich nehme gleich die Fabrik. Wie schaut es hier eigentlich aus? Die Stadt ist immer noch nicht fertig, okay. Ich sehe aber sonst keine Flotten. Es kann gut sein, dass er gar keine hat. Weil er ja immer wieder Kleinkram losgeschickt hat. Na gut, also ihr fliegt da runter. Auch wenn der wahrscheinlich vor uns da sein wird. Ihr haut die da zu Klump. Du, eines Schiff, fliegst mal damit hin. Und der Rest fliegt zu dem Planeten. So, Runde beenden. 39 gegen 8. Ja, also ich denke, das haben wir gewonnen. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie man Planeten erobert. Oh, oh, was passiert hier alles? Also er hat den Planeten anscheinend erobert. Hat hier eine Mini-Flotte. Die ignorieren wir einfach erstmal. Du greifst das da an. Du bleibst da, ihr geht alle dahin und ihr greift die da an. Und ihr versucht irgendwas mit dem Planeten da zu machen. Oh. Ich kann drauf fliegen, aber ich kann jetzt nicht irgendwie bombardieren oder angreifen oder sonst was. Ich hoffe einfach mal, dass es automatisch passiert. Du hast schon Befehle, du hast Befehle, du hast noch keine. Flieg mal bitte nach da unten. Wir haben bisher immer alles nach da oben gezogen. Ich würde auch gerne von hier aufräumen können. So. 4 gegen 38. Okay. 7 gegen 2. Immer noch ziemlich unfair. Okay. So, was ist mit dem Planeten da unten?
Der produziert immer noch Einheiten. Was muss ich da jetzt machen? Irgendwie rüber verschieben? Nö. Ha. Na gut, ihr fliegt mal zu dem Planeten und versucht da auch irgendwas zu machen. Ihr greift das da an und du greifst das da an. Du fliegst dahin, okay, du fliegst dahin, du fliegst dahin. Und den Rest lassen wir erstmal da. Also ich glaube, das müsste jetzt auch schon ausreichen, um das hier alles kaputt zu machen. Oh, 2 gegen 5. Ja, 1 gegen 4. Komm schon, 1 gegen 3. Ne, 0 gegen 3. Ah, wir haben Leute nachziehen lassen, das ist okay. Militärstufe 5. Sehr schön. Also ihr fliegt dahin. Wir haben jetzt überall Schiffe drauf, aber wir können das nicht angreifen irgendwie. Das finde ich schon komisch. Du greifst bitte da an. Du fliegst zu dem anderen Planeten, damit wir auf jedem Schiff, auf jedem Planeten Schiffe haben. Du greifst den an, okay. Runde beenden. 3 gegen 6. Okay. So, dich verhauen wir mal. Du gehst dahin, du gehst dahin. Alle schön hinterherziehen. So, und sobald wir überall die Schiffe drauf haben und somit keine Schiffe von denen nachproduziert werden können, ohne abgeschossen zu werden, dann versuche ich rauszufinden, wie ich die Planeten kaputt mache. Oder die Bevölkerung, besser gesagt, den Planeten. Die Planeten selbst würden wir ja gerne behalten. Oh, das könnte ein Haken sein. Ich kann ja nur 4 Planeten kontrollieren. Vielleicht kann ich deswegen die hier nicht erobern. Na gut, du dahin, du dahin. So, Runde beenden. So, wir haben jetzt überall Einheiten drauf. Ah, der hier unten ist nicht mehr feindlich. Das heißt, die greifen doch automatisch jede Runde den Planeten wohl an, bis er kaputt ist. Sehr schön. Dann fliegt ihr jetzt alle zu dem. Ihr alle zu dem. Und dann machen wir das reihum, dass wir die kaputt bomben. Der da oben ist jetzt auch schon weg. Sehr schön. Zack, zack, der da unten ist auch weg. Und wir haben gleich gewonnen. Matzi getötet. Okay. Runde beenden. Und wir haben gewonnen. Okay. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet in dem ersten Spiel. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir auch von vornherein unsere Rasse so ausgelegt haben, dass wir gleich angreifen können. Ich denke mal, in einem längeren Spiel, also eins, das mal wegen eine Stunde oder so gedauert hätte, hätten wir schon Probleme bekommen. Weil wir halt mit der Forschung sehr hinterherhinken. Oder gegen die Masse an gegnerischen Kolonien nicht gegen andere rennen könnten. Aber so war es eine interessante erste Erfahrung mit dem Spiel. Ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Also jetzt im LP war das zwar noch ein bisschen chaotisch, weil ich halt nebenbei noch kommentieren muss. Aber ich werde das Spiel auf jeden Fall gleich nochmal zocken. Und zwar mit mehreren Gegnern, um zu gucken, wie viel schwerer das dann wird. Und auch mit einer größeren Karte. Denn diese kleine Karte hat auch sehr in unsere Hände gespielt, da wir ihn halt gleich angreifen konnten. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Spiel soweit gefallen. Ich kannte das vorher noch gar nicht. Ich wurde halt durch einen Freund darauf aufmerksam gemacht. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das war's dann auch erstmal. Und wir sehen uns mal bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.